DVD-Sammlungen sterben so langsam aus und auch Cloud-Gaming ist immer weiter auf dem Vormarsch, zumindest in Gegenden mit guter Internetverbindung. Unser Datenverbrauch steigt ständig an und Bingen ist ja mittlerweile sowas wie ein Lifestyle-Begriff geworden. Videokonferenzen und Streaming sollen mittlerweile fast so viel CO2 verbrauchen wie der Flugverkehr. Ich will wissen, wie schlimm ist Streaming wirklich für die Umwelt? CDs und Blu-Rays gibt's immer weniger, meine alte Vinylsammlung habe ich aber noch. Insgesamt ist das eine ganze Menge Plastik. Wenn wir deren Herstellung zukünftig vermeiden können, ist das ja grundsätzlich positiv. Der Stromverbrauch eines Gaming-PCs oder einer Spielekonsole ist nicht zu unterschätzen. Stattdessen die Rechenleistung aus der Cloud zu verwenden, spart doch dann eine ganze Menge Energie, oder? Netflix gibt's bei uns in Deutschland erst seit 2014. Entsprechende Dienste wie zum Beispiel auch Spotify haben sich aber rasend schnell bei uns durchgesetzt. Kein Wunder, die Vorteile für den Verbraucher liegen ja auch auf der Hand. Es gibt unglaublich viele Inhalte, die immer und überall verfügbar sind. Und man braucht auch kein spezielles Gerät, um diese Inhalte zu nutzen, zum Beispiel einen Blu-ray-Player oder sowas. Für die Anbieter wiederum gibt es auch Vorteile, denn sie verdienen an den Abonnenten langfristig, anstatt nur einmalig, wenn man sich zum Beispiel ein Album auf CD kauft. Die Gaming-Industrie will da jetzt auch mitverdienen. Und für viele Leute sind teure Konsolen und andere Hardware ja auch eine Einstiegshürde. Das soll zukünftig nicht mehr der Fall sein. Die Lösung dafür ist Game Streaming. Da gibt es Dienste wie zum Beispiel GeForce Now, PlayStation Now oder Stadia. Und da läuft es so, dass die Steuerung des Controllers in die Cloud übertragen wird und andersrum wird das Bild des Spiels auf unser Display gestreamt. So kann ich quasi ohne eine teure Konsole überall spielen. Wenn ich also zu Hause keine Spielekonsole mehr benutze, sondern nur noch Cloud Gaming, verbrauche ich doch weniger Strom. Allerdings ist das ein bisschen das Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn. Denn zum Betrieb dieser Serverzentren, die für die Cloud nötig sind, wird natürlich sehr, sehr viel Energie verbraucht. Vor allen Dingen für deren Kühlung. 2019 veröffentlichte das Shift Project eine Studie mit beängstigenden Zahlen. Angeblich sollte das Streaming eines Films in HD-Qualität auf ein Mobilfunkgerät 1000 Watt an Strom verbrauchen. Diese Zahlen gingen natürlich durch die Weltpresse, auch wenn sie anschließend vom Shift Project wieder nach unten korrigiert wurden. Neuere Studien besagen, dass dafür eher ein Verbrauch von 220 bis 370 Watt anfällt, was immer noch bedenklich ist. Wie groß ist mein CO2-Fußabdruck also genau, wenn ich ein Video aus dem Internet streame? Das kommt natürlich in erster Linie darauf an, ob ich dabei erneuerbare Energien benutze oder nicht. Außerdem kommt es bei der Menge des Stromverbrauchs darauf an, wo ich das tue. Also wenn ich unterwegs mobil streame, verbraucht das deutlich mehr Energie, nämlich viermal so viel, als wenn ich es im heimischen WLAN tue. Wenn ich dann auch noch das Kabel benutze, also LAN, dann ist es nur noch ein Bruchteil dieser Energiekosten. Nun kommt es auch noch auf die Auflösung drauf an. Wenn ich zum Beispiel das Video in 4K streame, wird der CO2-Fußabdruck automatisch viel größer, als wenn es nur Full HD beispielsweise ist. Die genauen Zahlen der Rechenzentren von Streamingdiensten zu bekommen, ist allerdings gar nicht so einfach. Wir können das nur so ungefähr überschlagen. Ausgehend vom deutschen Strommix mit erneuerbaren Energien und dem ungefähren Stromverbrauch einer Stunde HD-Video auf einem Tablet zu Hause, erzeugt man circa so viel CO2 wie bei einem halben Kilometer Autofahrt mit einem heutigen Neuwagen mit Benzinmotor. Dass Videostreaming genauso schlimm sei wie das Fliegen mit dem Flugzeug, ist also Unsinn. Nahe am Endnutzer, auf der sogenannten letzten Meile, ist der individuelle Stromverbrauch dieser Datenübertragung natürlich am ineffizientesten. Trotzdem muss man sagen, dass ein ganzer Tag Homeoffice mit Videokonferenzen immer noch weniger CO2 produziert als beispielsweise das Pendeln mit dem Auto ins Büro oder eine Geschäftsreise mit dem Flugzeug. Die Effizienz der Rechenzentren wird laufend verbessert. Deswegen sind viele Zahlen aus den Studien mittlerweile wieder veraltet. Der Energieverbrauch der Serverparks von Google, Amazon und Co. ist natürlich enorm. Allerdings versorgen diese ja auch gleichzeitig viele Millionen Nutzer, auf die man das dann wieder runterrechnen müsste. Tatsächlich ist der Stromverbrauch eines einzelnen PCs inklusive Monitor etc. pro Nutzer unter Umständen höher. Die Betreiber der Rechenzentren haben ja selber Interesse daran, den Energieverbrauch zu senken. Einige von ihnen nutzen auch schon Ökostrom. Es gibt auch Projekte, bei denen die heiße Abluft genutzt wird. Stockholm möchte zum Beispiel bis 2035 etwa 10% des Wärmebedarfs der Stadt mit Rechenzentren decken. IBM beheizt auf diese Art und Weise ein Schwimmbad in der Schweiz. Und gleich mehrere Unternehmen arbeiten an Unterwasserrechenzentren, für die natürlich viel weniger Kühlkosten anfallen. In Nordfriesland gibt es ein Rechenzentrum, auf dessen Dach Mikroalgen wachsen, die CO2 binden. Und dadurch, dass auch noch nachhaltige Energie verwendet wird, hat die Einrichtung unterm Strich eine positive CO2-Bilanz. Meine alte Spielekonsole hat auf jeden Fall hörbar mehr Strom verbraucht. Dennoch ist der CO2-Fußabdruck von Streamingdiensten natürlich nicht zu unterschätzen. Wenn ihr wissen möchtet, wie das bei NFT und Krypto so aussieht, dann schaut euch doch dieses Video hier links an. Ansonsten sage ich, bis dann, Imanski.